Na, nehmen wir die Munition nicht mit? Von mir aus. Dann halt nicht. So, es ist ja noch dieser kleine Gegner von ihm abgeplatzt, der ein sehr besonderer Gegner ist. Auch ein sehr einzigartiger Gegner. Der verhält sich nämlich wie ein Stalker, kann aber Säuregranaten werfen wie ein Boomer-Dingens. Aber den bekämpfen wir nicht hier. In der Arena. Der hat im Grunde eher die Funktion, dass er uns den Weg hier raus zeigt. War ich da hinten schon? Habe ich mich hier schon umgesehen? Ich glaube hier schon, ne? Na gut. Dann nix wie raus hier. Jetzt sind wir wieder arm dran, ganz genau. Super. Mein Gott, du robustes kleines Pilzäffchen. So, so macht Abby das nämlich. Zack. Okay. Verfickte Scheiße. Jetzt, wo unser zweiter Arm wieder funktioniert, haben wir natürlich auch doppelte Kampfkraft. Das ist natürlich nicht schlecht. So. Plündern wir hier noch ein bisschen. So viele Lappen. Wer braucht denn so viele Lappen, Naughty Dog? Stellt nicht überall so viele Lappen hin. Oder gib mir mehr Crafting-Rezepte mit Lappen. Was soll denn das? Immer diese unnötigen Lappen überall. Ich hasse Lappen. Okay. 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 Gute Nacht. Mach's gut, zu alt für. Du bist einfach schon zu alt für den Scheiß. Die Scheiße glaubt mir, der Mensch. Ich verstehe das. So, und jetzt die Erkenntnis, dass wir auch einfach hier hereingehen hätten können und dann wäre alles gut gewesen. Hoffentlich geht's Yara gut. Wobei, wir sind mit dem einen Pilz so wieder durch die Decke gekracht, also ob der Weg überhaupt wirklich besser gewesen wäre. Alles
Alle suchen nach dir. Was hast du gemacht? Gar nichts. Du solltest doch da bleiben. Es ging nicht. Deine Freunde sind hier überall. Hast du die Sachen? Ja. Jetzt sollten wir machen, dass wir hier wegkommen. Lauter schöne Sachen, die machen, dass wir wegkommen. Oder so. Willst du sie streicheln? Ist okay. Ja, siehst du? Fertig. Du kannst jetzt zu ihr, wenn du willst. Kommt sie wieder in Ordnung? Ja, kommt sie. Hey. Es sind nur Kinder. Ich weiß. Was ist mit uns passiert? Vielleicht haben wir aufgehört, nach dem Licht zu suchen. Vielleicht. Ich werde mal nach den Mädchen sehen. Okay. Ja, Händchen! Allein deswegen ist der Abby-Part der beste Part in dem Spiel. Wegen Alice. Das ist Alice. Alice im Aquarium. Ach ja, stimmt, sie hat ja von jetzt an nur einen Arm. Ich habe vorher noch gesagt, wie unterrepräsentiert Menschen mit fehlenden Körperteilen oder körperlichen Behinderungen sind. Auch das deckt The Last of Us 2 ab. Cool. Ziemlich cool. Habe ich ganz vergessen. Und wie gesagt, was ich eben fast noch cooler finde, ist, dass diese Inklusivität sich nicht nur auf die Darstellung der Figuren beschränkt, sondern auch in den Optionen wiedergespiegelt wird, weil man kann das Spiel wirklich so einstellen, dass man das auch sehbehindert, hörbehindert oder auch körperlich behindert noch gut spielen kann. Also auch mit einem Arm dürfte man das Spiel problemlos spielen können zum Beispiel. Und das ist schon sehr toll, da hat sich jemand sehr viel Gedanken gemacht und sehr darauf geachtet, dass die Einstellungen da wirklich sehr viel abdecken. Seattle, Tag 3. Ich überlege gerade, wann Ellie im Krankenhaus ist, aber Ellie ist, glaube ich, jetzt erst im Krankenhaus, ne? Das wäre doch total irre, wenn Ellie am gleichen, also genau dann im Krankenhaus ist, als Abby im Keller ist. Das wäre cool, aber ich glaube, so ist es nicht.
Ich habe da Making-ofs gesehen. Die haben tatsächlich für die Hunde Motion-Capturing-Anzüge gemacht. Da waren wirklich Hunde mit so Mocap-Anzügen, mit lauter so kleinen Bällchen dran. Und sind über Hindernisparcours gelaufen. Ich bin's nur. Warum bist du noch wach? Ich hab Yaras Verband gewechselt. Unglaublich, wie gut sie sich hält. Naja, Scars sind hart. Worüber streiten sie sich? Löffel nicht weg aus Seattle. Owen hat gesagt, sie können mit nach Santa Barbara. Das ist typisch Owen. Ich dachte, du hättest ihm das inzwischen ausgeredet. Eigentlich werde ich mitgehen. Aber nicht, wenn du mitkommst. Was? Ihm kannst du vielleicht was vormachen. Aber mir nicht. Ich mache niemandem was vor. Isaacs Topscar-Jägerin entdeckt plötzlich ihr Herz? Und das hat nichts mit Owen zu tun, ja? Ich habe nicht immer alles richtig gemacht. Du bist echt scheiße, Abby! Warst du schon immer. Du kannst mich mal. Du willst den Kindern was Gutes tun? Dann lass sie in Ruhe und verarsch sie nicht auch noch. Cooles Shirt. Bist du okay? Was macht der Arm? Es ist besser als heute Morgen. Hat Lev sich beruhigt? Das wird ja noch. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Ziemlich sauer. Klar. Er ist da lang gerannt. Lev! Lev! Komm bitte zurück! Warum will Lev nicht nach Santa Barbara? Er sorgt sich um unsere Mom. Was sie unseretwegen mit ihr machen. Sollte er sich denn sorgen? Er muss sich jetzt auf seine eigene Sicherheit konzentrieren. Was könnte ihr passieren? Manchmal müssen Eltern für die Sünden ihre Kinder büßen. Aber unsere Mom ist tiefgläubig. Sie wird das durchstehen. Gibt es Wege, ihr zu helfen? Er kann sie nicht zum Gehen überreden. Niemand könnte das. Mich beschäftigt mehr, was sie mit ihm anstellen könnte. Lev! Lev! Es tut mir leid! Lev, komm schon raus! Lev! Weißt du, ich frag mich, ob er die gesehen hat. Er liebt Haie. Liebte Haie und hasst das Meer, hm? Er war wirklich offen zu dir. Unsere Todesangst hat uns verbunden. Er meinte, du warst sehr mutig. Hörst du das? Lev! Bist du hier drin? Hey, ist okay. Ist okay. Sie will nur spielen. Hey, Mädchen. Was hast du da? Sie tut dir nichts. Okay, pass auf.
Puls, Mädchen. Ich glaube, sie will, dass du nochmal wirfst. Okay, einmal noch. Ja, so schnell. Das ist eine tolle Szene. Dem Hund ist schon was passiert. Das ist der letzte Hund, den Ellie tötet, bevor man dann zu Abby wechselt. Und deswegen hasse ich Ellie so unglaublich. Sie beißt mich doch nicht, oder? Nein, versprochen. Alle NPCs, die man trifft, sind im Grunde schon tot. Nach Tag 3. Also ich meine, zumindest... Also wir haben viele schon umgebracht eben mit Ellie. Kenn ich. Nochmal? Das würde ihr bestimmt gefallen. Ja, ich kann anscheinend doch besser werfen. Ja. Jetzt komm, bring's wieder zu ihr, sonst ist es unhöflich, Hund. Ja, gut gemacht. Braver Hund. Brave Alice. Oh oh. Wir sollten weiter nach ihm suchen. Oh. Einmal wirf noch, oder? Na gut. Na, cool. Übrigens ein Squid. Fällt mir jetzt erst auf. Voll cool. Wie viele Squids hier sind. Jetzt kann ich es ja sagen, das ist die Kollaboration, die beabsichtigte zwischen Naughty Dog und Landsquid Bird Rider. Die bauen ganz viel Squids in ihr Spiel ein und ich spiele es dafür auf meinem Kanal. So war der Deal. Und ich krieg 2,5 Millionen. Auf die warte ich noch, aber die kommen bestimmt. Ich meine, wir haben jetzt keinen Vertrag gemacht oder so, aber... Der eine Kerl in der U-Bahn hat's gesagt. Wird schon stimmen. Lev! Wieso tut er das? Denkst du, er könnte eure Mama überzeugen? Wenn sie ihn so sieht, erwürgt sie ihn mit bloßen Händen. Was hat er dir erzählt? Nicht viel. Aber eure Leute, sie nannten ihn Lily. Lange Zeit habe ich nicht verstanden, warum er die Regeln anzweifelt. Die Tradition. Als er mir erzählte, was er empfindet, sagte ich ihm, er muss es für sich behalten. Ich hoffte, das legt sich wieder. Eine Zeit lang war es okay. Schor er sich den Kopf. Wie einer der Männer. Das war Selbstmord. Dann seid ihr weg? Ich brüllte ihn an. Ich schlug ihn. Ich war so dumm. Hey, ich hab 'ne Idee. Suchen wir was Schönes für ihn. Komm. Was meinst du, warum er es getan hat? Den Kopf rasiert, meine ich. Letzte Woche hat er seine Rolle in der Gemeinschaft bekommen. Er wollte Soldat sein, wie ich.
Aber sie haben beschlossen, er wird die Frau eines der Ältesten. Es ist Tradition. Armes Kind. Wo ist Santa Barbara? Das ist in Kalifornien. Wo ist Kalifornien? Okay, also, das ist Seattle und das ist Santa Barbara. Und unsere Insel? Die ist zu klein, aber sie wäre hier oben. So weit. Ja. Gut. Ich glaube irgendwie nicht, dass sie einschätzen können, wie weit es wirklich ist. Aber guckt hier schon wieder ein Squid. Das kann kein Zufall sein. Ich glaube, die sind Fans.